Hi, mein Name ist Rainer und ich stehe auf dicke Männer. Ja, also ich will euch mal erzählen, wie mein gestriger Tag war. Ja, also ich habe erstmal ausgeschlafen bis 12 Uhr. Ja, habe ich mich erstmal frisch gemacht, mir die Haare gemacht, Gesichtsmaske mit Gurken und allem so, was dazu gehört. Habe ich erstmal mich angezogen und erstmal den Dieter angerufen, mein Schatzi-Bubi. Ja, dann sind wir zusammen in den Club gegangen, mal ein bisschen getanzt, Spaß gehabt, ne? Ein paar Kerle klar gemacht, ne? Ja. Ja, haben wir, einer ist dann mit uns gekommen, haben wir was zu dritt unternommen. Ja, das war schön. So, dann sind wir shoppen gegangen, ne? Sind wir erstmal in die Parfümerie gegangen, Kosmetik, alles gekauft. Neue Klamotten, Schuhe, alles so drum und dran, ne? Dann sind wir in den Sexshop gegangen. Haben wir uns ein paar Spielsachen für heute Nacht geholt, ne? Ja, dann sind wir nach Hause gegangen. Habe ich mich erstmal geduscht. Oder besser gesagt, wir haben zusammen geduscht. Ja, das war schön. Eingeseift, uns gegenseitig gewaschen. Ah, das war schön, ich und der Dieter. Ja. Ja, dann haben wir uns ins Bett gelegt, bisschen gekuschelt, ein bisschen Fernseh geguckt, ne? Aber dann, das war der einzige Haken an diesem Tag, sonst war der perfekt. Da kam so was Ekliges im Fernsehen, dieser, wie hieß der, Sido und Bitaid, mit dieser gruseligen Maske. Nee, also da drauf stehe ich gar nicht, steht hier auch nicht, nee. Also das war, haben wir natürlich schnell weggeschaltet, ne? Aber, ne, ich meine. Also das war, haben wir natürlich schnell weggeschaltet, ne? Aber, ne, ich meine. Ja, das ist eigentlich gerade eben passiert und jetzt wartet mein Schatzi, der da drüben auf mich, ne? Ich komme gleich, ich wollte dir nur mal erzählen, wieso der Tag war heute. Aber eigentlich geht es mir darum, die Anfrage, ob du Interesse hast, was zu dritt zu unternehmen. Also, wir sind immer gerne bereit, ja. Ruf uns an, Süßer. Wir warten, yeah.